Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fußball-Let's Play hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Fußball mit Heel Fakti, sprich Heel Fakti. Und ja, ich begrüße euch heute zu einem etwas neuen Let's Play und zwar Torchance 2016. Hatte ich schon länger auf meiner Liste und jetzt war es im Steam Sale für ein paar Euro gesenkt und ich habe mir einfach gedacht, komm, was soll's. Es ist zwar immer noch recht teuer für ein Indie-Spiel, aber scheiß drauf, vielleicht wird's eines Tages richtig gut und dann ist das Geld auch relativ egal. Ich versuche mich jetzt zu beeilen, weil die Musik noch recht laut ist und ich wollte euch aber alles zeigen, ohne in den Aufstellungen rumzufummeln. Ist leider etwas dumm gemacht, dass man nicht vorher in die Einstellung kommt. Aber hier sind wir und nun rein. Wir haben natürlich wieder eine Karriere mit Hertha gestartet. Und jetzt guck mal, Torchance 2016 ist ein schneller Fußballmanager. Das bedeutet, dass man es nach einer Eingewöhnungszeit schafft, eine Saison in weniger als einer Stunde zu spielen. Das Ziel ist ein langfristiges und strategisches Planen über mehrere Saisons hinaus. Investieren in eine starke Mannschaft oder doch lieber erst einmal in den Stadionausbau vorantreiben. Einen Kredit aufnehmen und schneller mehr wollen oder Geld anlegen und das Guthaben durch Zinserträge erhöhen. Weiter. Folgende Hinweise helfen Ihnen als Anfänger eine gute Saison zu spielen. Werfen Sie einen Blick auf die Checkliste, diese finden Sie als Symbol auf dem Managerpass. Wie gesagt, ich habe hier noch keine Spielminute mit, ich habe es eben nur mal kurz gestartet. Das müssen wir also zusammen ergründen und entdecken. Schauen Sie, dass Ihre Mannschaft auf allen Positionen gut vertreten ist. Sie benötigen auch genug Reservespieler. Denken Sie daran, dass die Reservespieler auch vor dem Spiel auszuwählen. Stellen Sie einen Co-Trainer ein, der hilft Ihnen dabei. Achten Sie darauf, Sponsoren einzusetzen und pünktlich Merchandise-Produkte einzukaufen, um Ihre Finanzen aufzubessern. Hier können wir was machen mit der Maus, pipapo. Wer das lesen will, kann ja... So, jetzt können wir das Spiel starten. Jetzt müssen wir erstmal ein Trikot der Hertha bauen. Muss das sein? Kann ich das nicht im Nachhinein noch machen? Hertha hat natürlich, wir nehmen das schöne Blau. Hier unten die Designfarbe wäre dann Weiß. Und dann gucken wir mal, was uns hier gefällt. Okay, so viele Möglichkeiten gibt's nicht. Das hier ist ein bisschen oldschool. Aber am besten gefällt mir eigentlich der hier, so ganz simpel, oder der. Oh, komm, nehmen wir das Frau. Die Hose machen wir mal so dunkelblau, die Strümpfe dann weiß. So, das ist unser Trikot. Ich denke, man erkennt die Hertha. Forderung des Vorstands, das ist in dieser Version neu. Der Vorstand erwartet, dass wir die Saison folgende Ziele erreichen. Sollten sie diese nicht schaffen, müssen sie zum Saisonende mit einer Kündigung ihres Vertrags rechnen. Kontostand 200.000, aktuell haben wir 4,4. Stadionkapazität müssen wir ausbauen und Stadion, einen kleinen Parkplatz müssen wir bauen. Tabellenplatz 15 bis 16, also Hauptsache nicht absteigen und in der ersten Runde des DFB-Pokals kommen. So, und jetzt kommen wir erstmal in die Einstellungen. Ich habe das eigentlich alles schon gemacht, aber gut. Okay. Alter. So, Musik habe ich natürlich von mir ein bisschen eingefügt. Habe ich heute alles einfach mal runtergeladen, querbeet, reicht für eine Stunde. Weiß nicht, wie lang wird sich... Ich wollte halt, dass sich nicht zu viel wiederholt, ne? So. Ist aber immer noch ein bisschen laut, oder? Und da habe ich meine verdammten Kopfhörer so laut gestellt. Wie gesagt, ist die erste Aufnahme, wir müssen hier noch immer ein bisschen zurechtkommen. So, Klickgeräusche, Meldungsgeräusche, die bleiben gerne an. Nationalmannschaft hier müssen wir wieder auf schnell stellen. Musik soll dann auf jeden Fall leiser werden. Oder nee, wir machen die Musik, die hält an. Entschuldigung, oh Mann. Auslosung mache ich alles nur, wenn ich selber noch dabei bin. Das kennt man ja aus meinem Fußballmanager 13 Let's Play, das natürlich weiterhin auch laufen wird. So, ich hoffe, die Musik passt. Wenn nicht, mache ich sie dann in den nächsten Aufnahmen was leiser. Live-Spiel, so hier immer nur, wenn ich mit dabei bin. Fette Schrift, nee. Einstellung speichern konnte man irgendwo hier hinten dann. Transfers sollen angezeigt werden, Autosaves sollen gemacht werden, nächster Tag per Mausklick, Zeitungsmeldung, Datum und Uhrzeit soll auch angezeigt werden.
Einstellungen wurden gespeichert. Wunderbar. Aber es gilt wahrscheinlich immer nur für einen Spielstand. Okay, so, jetzt kann ich erstmal was zum Spiel sagen. Wie gesagt, wir spielen hier Torschops 2016 oder wie es bei Steam heißt, Club Manager 2016. Und ja, ich dachte, ich probiere einfach mal was Neues. Den Charakter erstellen und so, das war jetzt nicht so spektakulär. Das habe ich einfach mal rausgelassen. Wir spielen erstmal Schwierigkeitsgrad sehr leicht, ja, also erstmal gucken, was wir hier so machen können. Das ist meine erste Saison, unsere erste Saison, also lasst uns gemeinsam das Ganze erstmal entdecken. Hier kann man nichts klicken, ne? Nee. Hier kann man auswählen, welche Infos man haben möchte. Kontostand kann ich gut gebrauchen, dann brauche ich den aber hier nicht. Dann nehme ich lieber den... Was nehme ich denn mit rein? Beste A-Jugendspieler, sowas würde mich interessieren, ne? Die würde ich gerne hier mit reinnehmen. So, auslaufende Verträge, Tabelle, das müssen wir eigentlich noch ein bisschen nach oben schieben, würde ich sagen. Na? Geht nicht? Will er nicht? Alter. Dann machen wir es mal so, wie wir es aus dem Fußballmanager ungefähr kennen. Tabelle. Nehmen wir hier mit rein. Dann die Torschützenliste, die hat man immer dabei. Aktien brauche ich jetzt eigentlich nicht. Liste der nächsten Spieler wäre immer ganz nett. Und hier unten dann die besten A-Jugendspieler. So, die sind glaube ich nicht original. Sonst haben wir eine Original-Datenbank. Ich kann euch gern auch den Link... zum Spiel, der ist so und so immer dabei, aber auch zum Patch für dieses Spiel mit reintun, falls ihr das Spiel haben wollt. Wie gesagt, kostet normal 30 Euro. Ich weiß, ist sehr viel Geld, gerade für ein Indie-Spiel, aber man muss es auch so sehen, die Entwickler sind, glaube ich, zwei Mann, habe ich zumindest aus einem anderen Let's Play so gehört. Da hat einer gesagt, es sind zwei Mann, da verlasse ich mich jetzt mal drauf. Und ja, deswegen... ist diese 30 Euro sozusagen auch eine Investition in die Zukunft, dass die für die nächsten Jahre dann immer weiterentwickeln können. Ich habe jetzt die letzten Tage mal immer deren Facebook-Seite verfolgt, da kam bisher jeden Tag ein Update raus, also die arbeiten wirklich jeden Tag an dem Spiel, damit es besser wird. Und was will man mehr? Wie gesagt, einfach mal eine Alternative schaffen zu dem Fußballmanager von EA. Einfach mal ein bisschen gucken. Meine Spielertore, meine Spielerscorer. Was haben wir hier? Ansehen. Gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Training, weiß ich nicht. Meine Spieler Marktwert. Muss ich auch nicht unbedingt wissen. Stadionauslastung könnte ich vielleicht noch immer im Auge behalten. So. Und mit Rechtsklick kommt man direkt wieder zurück. So, jetzt haben wir das hier schon mal sortiert. Und jetzt können wir uns dann zurechtfinden. Läuft alles hier über dieses Menü. Das ist noch ein bisschen umständlich für mich, aber ich glaube, da kommen wir hin. Das hier war der Manager-Pass. Sie sind schuldenfrei. Mhm. Was haben wir noch? Spielerverträge laufen aus. Von Kraft. Warte mal, welcher läuft denn aus? Das sind nur die Positionen. Vertrag bis 2016. Hier die Ibisevic, Schieber, Ronny, Hegeler, Benhatira, Shigerzi, Weiser, Lustenberger und Brooks. Brooks. Spielerbilder sind auch sehr schön. Darf in dieser Saison noch wechseln. Das muss, glaube ich, dann über Vertrag gehen, oder? Forderung des Spielers 625.000 ungefähr. Bisheriger Vertrag, wenn ich jetzt hier auf weniger gehe. 576 Laufzeit. Ich hätte gern die Laufzeit ein bisschen angepasst. 2 Jahre. Aber Brooks brauche ich eigentlich länger, machen wir 3 Jahre. Für die... für das Erreichen des internationalen Wettbewerbs geben wir ihm mal ein bisschen Kohle. So, 500. Machen wir 1000 Euro. So, kriegen wir das jetzt noch ein bisschen runtergehandelt.
Okay, dann unterschreiben wir das so. 524.000, Hauptsache Brooks bleibt noch. So, dann haben wir Vertrag. Lustenberger, ich könnte überlegen, da ein junges Talent an die Stelle ranzuholen, aber ganz ehrlich, Lustenberger müssen wir eigentlich auch erstmal verlängern, nicht verwechseln. Oh, mein Internet ist gerade abgekackt, nicht gut. Immer in der Aufnahme, es ist so zum Kotzen. Erstmal für Erreichen des internationalen Wettbewerbs machen wir wieder mehr. So, Laufzeit bei Lustenberger machen wir 2 Jahre, das reicht. Und dann gehen wir im Gehalt noch ein bisschen runter. Sparen wir beim Lusti das Geld, das wir bei Brooks ausgegeben haben. Ich denke, damit sollte Lusti hier zufrieden sein. So, Lusti auch verlängert. Mit Schweizer müssen wir auf jeden Fall verlängern. Super Spielerbild, also da kann man sich nicht beschweren. Mit Schweizer will ich auch mindestens 3 Jahre haben. Erreichen des internationalen Wettbewerbs, kannst du hier auch wieder 1000 haben. So, Musik im Hintergrund ist hoffentlich abwechslungsreich genug für euch, ansonsten könnt ihr mal schreiben, 120.000 ist auch okay, ist weniger als jetzt. Passt also. So, Cigerzi hätte ich gern noch verlängert. Da würde ich sagen, mach mal erstmal 2 Jahre. Auch hier geben wir eine Klausel, falls wir internationalen Wettbewerb erreichen sollten. Und dann gehen wir hier wieder ein bisschen runter. So. Sieht doch gut aus. Wir sparen ein bisschen an Gehalt. Das ist doch alles super. So, Hegeler und Ronny, die werden nicht verlängert. Kann ich die von hier aus schon auf den Transfermarkt setzen? Sieht nicht so aus. Hegeler und Ronny nicht verlängern. Schieber und Ibisevic. Machen wir einfach mal. So. Hier können wir auch mit WASD. Nein. Mit ASD soll man hier am besten handeln. Ich sehe da nichts. So. Ach nee, das heißt nur, dass man mit Tastatur was eintragen kann. Ich Idiot. Machen wir 2 Jahre draus und hier gehen wir ein bisschen runter im Gehalt. Und dann darfst du auch länger bleiben. So, Musik ist wie gesagt wirklich abwechslungsreich. Spielerbilder sehen hübsch aus. Ist eher ein Manager der Oldschool-Art. Zurück zu den Basics. Grafiken weniger aufwendig gemacht, sondern mehr im Retro-Stil. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich bin eher ein Freund der inneren Werte. Und deswegen denke ich, werde ich hoffentlich viel Spaß mit dem Game haben. Sonst hätte ich das niemals für so viel Geld in die Hand genommen. Ben Hatira schwanke ich noch ein bisschen, aber ich würde auch eher sagen, erstmal verlängern. Wenn es schief läuft, kann man immer noch hier runtergehen, ne? So, hier können wir jetzt zum Beispiel eingeben 1000. Können wir nicht eingeben. Seltsam. Habe ich noch nicht den Trick raus, wie man da mit Tastatur und Maus was machen kann, aber kommt vielleicht noch. So, auch da kriegt er weniger Geld, als er vorher hatte. Und die beiden sollen, wie gesagt, ruhig auslaufen. Das ist nicht schlimm. So, Checkliste. Keine verletzten Spieler, ihnen fehlen Sponsoren. Natürlich hier Red Bull, ne? Die haben natürlich unterschiedliche Gewichtungen, ist klar. Premium-Sponsor, Hauptsponsor, Nebensponsor, okay. Hauptsponsoren, Nebensponsoren, okay. Das hier wäre der Hauptsponsor. Jetzt können wir gucken, worauf gehen wir. Meisterprämie wäre hier, aber ich glaube nicht, dass wir Meister werden. Ich würde eher sagen, wir nehmen einen mit guter Antrittsprämie. Und einer recht hohen, die haben die höchste Antrittsprämie. Damit hätte man schon mal immer fix Geld, wenn wir antreten. Und dazu noch eine hohe Siegprämie. Das sind insgesamt 480.000 bei einem Sieg. 480.000. Hier sind wir bei 440.000 Pi mal Daumen. Haben aber mehr Nicht-Abstiegsprämie. Da würde man direkt 7 Millionen kriegen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wobei wenn wir hier gewinnen, kriegen aber so 700.000.
700.000, das ist schon krass. Wir nehmen mal Red Bull. Ich trinke ja auch gern Red Bull. Und dann haben wir den Kommerz auch komplett. So, das wäre der Hauptsponsor. Nebensponsor. Sponsorenangebote, Lufthansa. Ein Jahr, ein bisschen mehr Geld hätte ich gern. Und dann nehmen wir das an. Nebensponsoren, fangen wir mal an mit, wer gibt am meisten Kohle? Coca-Cola. Laufzeit ist mir erstmal egal, wir brauchen erstmal Geld. Oh, ich hätte noch nicht Dings nehmen sollen, weil die geben weniger. Naja, seht ihr mal, ich mache auch Fehler. So, den können wir natürlich nicht, weil wir keinen Platz mehr frei haben. Deswegen muss ich erst gucken, wer am meisten Kohle gibt. 31.000, 31.000, 37.000. Nehmen wir an, dann war hier. So, jetzt die 31.000. Und netto 29. Ups, schon sind sie weg. 34.000. So, Premium-Sponsoren, Nebensponsoren, lokale Sponsoren, sehr schön. Hauptsponsor haben wir auch, der gibt auch ein bisschen Kohle, sehr gut. So, mindestens 11 Spieler, Lizenz ist nicht gefährdet, Eintrittspreise sind festgelegt, Preise national, international, maximal 371.000. Machen wir 6 und 12 Euro für den Anfang. Erstmal ein bisschen teurer. So. Wenn da wenig Leute kommen, kann man immer noch ein bisschen ändern. VIP-Betreuung ist schlecht. Catering machen wir ja. TV-Anlage nein. Service ja. Kostet natürlich ein bisschen, aber ich glaube, das können wir verkraften. So. Merchandising fehlt. Einkaufspreis 30, Verkaufspreis 35. Schals 6 Euro, Mütze 5 Euro, Kugelschreiber 3, Kartenspiel 2, Teddy 6, Science CD 5, Bettwäsche 25. So, Anzahl. Machen wir mal 5.000. CDs 2.000. Teddy 2.000. Kartenspiel 1.000. Kugelschreiber 2.000. Mützen machen wir gerne ein bisschen mehr. 3.500. Schals kauft eigentlich jeder. Machen wir mal 5.000. Und Trikots erstmal 10.000 Stück. Teuer, aber nicht schlimm. Kaufen. So. Da haben wir ein bisschen Merchandising. So. Jugendarbeit fehlt. Jährliche Ausgaben für die Jugendarbeit. 50.000. So. B-Jugend ist auch alles fest. Man kann bis zur F-Jugend. Das ist krass. Okay, also ihr seht, das ist schon, geht schon sehr ins Detail, bis zur F-Jugend, das ist der Hammer. Jugendarbeit festgesetzt, Mitarbeiter fehlen. Ach du heilige Neune. Mitarbeiter verwalten. Okay, hier sehen wir das Talent und die Kosten. Ich verstehe. Okay. Co-Trainer. Würde ich sagen, nehmen wir ihn erstmal. Aufgaben zuweisen. Frische 75, Kondition 80. Boah, was man hier alles machen kann. Machen wir mal höchstes Talent, aber ich würde das gern selber machen. Konditionstrainer, der ist mir am Anfang nicht ganz so wichtig, deswegen nehmen wir nur den hier. Torwarttrainer, können wir auch erstmal den günstigsten nehmen. Jugendtrainer würde ich gerne ein bisschen mehr zahlen, das ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Psychologin, die günstigste.
Masseuren, dass die Spieler fit sind. Nehmen wir mal den etwas teuren Mann. Die sehen ja alle nicht so schön aus. Aber Gesundheit ist schon wichtig, dann nehme ich ruhig die 50.000. So, bei den anderen kann man keine Aufgaben zuweisen, okay. Mitarbeiter werden dann somit auch eingestellt. VIP-Betreuung ist schlecht. Tja, dann kommt das erst mit dem ersten Spiel, nehme ich an. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte noch kein Freundschaftsspiel. Geht erstmal weg. Was ist das hier? Trainerleistungen. Ich hoffe, ich mache den Part nicht allzu lange. Stellen Sie den Torschützenkönig. Also hier kann man alles machen. 15.37 Uhr dürfte die aktuelle Uhrzeit sein. Wann habe ich denn den ersten Part angefangen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Was ist das? Ah, das sind die Ziele, die wir haben. Wir sollen einen kleinen Parkplatz bauen. Ich würde sagen, wir gehen die Ziele direkt mal früh an. Kleiner Parkplatz. Der müsste doch bei Umfeld zu... Oh, heilige Neune. Parkplätze. Ein kleiner Parkplatz. Ausbau in kleiner Parkplatz. Kosten 250.000. Nehmen wir das. So, boah, Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Ich glaube, da wird uns noch viel Spaß erwarten. Training, Trainingsplatz, bessere Ausbildung, 800.000. Das wäre natürlich auch wichtig. Da wir eh nicht so viele Transfers machen würden, würde ich sagen, mache ich das auch noch. Ansonsten Jugendschule ist mir noch momentan zu teuer. Das lassen wir erstmal. Gucken wir dann, wenn wir Geld haben. So, Stadion. Umfeld war Eintrittspreis. Stadion Neubau, Stadion Ausbau. Brauchen wir aktuell nichts machen. Statistik, die Tabelle. Wir sehen hier alle echten Mannschaften. Torchance.de, Statistiken, Tabelle. Sieht schön aus. Und hier können wir dann bis zur 8. Liga runter. Das ist schon Wahnsinn, wo die ganzen zweiten Mannschaften spielen. Dann gibt es Spielpaarungen. Wir spielen am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Fahren dann zu den Bayern am zweiten Spieltag. Immerhin können sie dann gegen uns noch nicht Meister werden. Pokalspiele. Wir spielen in der ersten Runde gegen... Steht noch nicht fest, oder? Wird noch ausgelost. Das hier ist der deutsche Pokal, ja, der wird noch ausgelost. Gucken wir mal, wann das kommt. Nationalmannschaft. Aktuelles Turnier, lalala. Ihr seht, man kann hier schon vieles machen. Historie. Okay. Sehr umfangreich. Ich zeige euch alles, damit ihr das alles mal seht, um so eine gute Einschätzung von dem Spiel zu haben. Ist ja nicht nur hier, dass ich meinen Spaß habe, sondern ihr sollt auch wissen und gucken können, ob das Spiel was für euch wäre. Den Auftrag hat man ja immer als Let's Player so ein bisschen. Highscore-Infos. Spielfakti, Hertha BSC, Version des Spiels 1,5. Spielart, Verein aussuchen, habe Hertha genommen, habe ich ja gesagt. Auch sehr einfach, habe ich auch gesagt. Hier sehen wir die Spielzeit, 25 Minuten. Das heißt, müsste ich gleich erste Folgenpause machen. In welchem Abstand ich die Folgen raushau, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie viel ich heute produzieren kann. Wir sind jetzt beim ersten, oder? Nehme ich mal an. Infos, Notizbuch, brauchen wir nichts reinschreiben, aber schöne Info. Highscore, lalalala. Blicke ich überall noch nicht durch, das wird alles ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Okay, der erste Spieltag, huch. Erster Spieltag ist am... Was ist das für ein Turnier? Okay, hier können wir Freundschaftsspiele planen. Ich würde sagen, wir machen mal für Samstag ein Freundschaftsspiel aus. Spielen wir mal gegen... Ja, fangen wir in der 8. Liga an. Gegen Hertha 2 können wir nicht spielen. Gegen Dortmund 2. Eintritt lasse ich jetzt erstmal einfach so. So, dann geht's weiter. Dienstags wollen wir auch nochmal ein Spiel machen. Da gehen wir 2 Ligen höher in die 6. Liga gegen Wacker Burghausen. Das ist doch ein interessantes Spiel, glaube ich. Ja, ist der interessanteste Verein. Wobei Waldhof Mannheim ist auch nicht so schlecht, aber wir nehmen erstmal Wacker Burghausen. So, und den Rest können wir dann erst später machen. Finanzen.
Merchandising haben wir ja einmal reingeguckt, ne? Da haben wir noch nichts verkauft. Finanzen, Aktien. Da beschäftige ich mich jetzt sicherlich nicht mit. Übersicht. Ja. Geldanlagen, Versicherungen. Muss ich die einzeln anklicken? Jetzt müsste man wissen, welche Spieler auch verletzt sind. 162.000, also es ist nicht günstig. Aber so die wichtigsten Spieler sollte man versichern, denke ich. Gucken wir mal, die wichtigsten Spieler, das wären Solomon Kalou. Wobei, bei den Spielern, die lange bleiben, wäre es sinnvoller, oder? Da hätten wir zum Beispiel so einen Weiser, den kannst du für 3 Jahre versichern. So, ein Chigerzi kannst du versichern. Der bleibt so ein bisschen. Niklas Stark kannst du versichern, der bleibt auf jeden Fall. Darida bleibt. Plattenhardt bleibt. Proofs muss versichert werden, ganz schön teuer. Gersbeck auf jeden Fall. Ist ganz schön günstig. Und das war's. Machen wir erstmal nur so. So, Versicherungen, Kredite. Könnten wir aufnehmen, aber wollen wir nicht. Erstmal noch nicht. Sponsoren haben wir schon gesehen. Und Kontostand. Für die Versicherung hier viel Geld ausgegeben. Wir haben nur noch 103. Oh Scheiße, waren die Versicherungen teuer. Ui, Junge, Junge, Junge. Leihspieler haben wir keinen. Keine verliehenen Spiele. Transfermarkt. So, ich muss noch rausfinden, wie man Spieler auf den Transfermarkt setzen kann. Kaufen will ich ja jetzt eh keinen. Verträge. Ja, hier kann man die auf jeden Fall nicht. Kann man die hier über den Kader vielleicht verkaufen? Sagen wir mal, wer soll denn zum Beispiel weg? Vandenberg wäre doch so einer. Ah, hier geht das. Okay. Dann würde ich sagen, verkaufen Vandenberg. Dann Hegeler verkaufen. Ronny verkaufen. Alagui leider verkaufen. Und das war's erstmal. Leider fehlen hier noch einige Jugendspieler von der Hertha, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich wollte auf Übersicht 2 klicken, nicht auf Alagui. Unverkäuflich wäre für mich Gersbeck, Brooks, Plattenhardt, Darida, Stark, Weiser, Schigerzi. Die wären erstmal unverkäuflich. So, Übersicht 1 bitte wieder. Übersicht 3 ist Moral. Okay, gut. Da gibt es nichts mehr zu machen. Mannschaft, Training. Macht alles der Co-Trainer. Hat er es jetzt übernommen? Ja, ne? Glaub schon. So, Training hat der Co-Trainer. Wir machen noch die Aufstellung, damit ihr das auch noch seht in dieser Folge. Wir spielen im 4-4-2, wie man es kennt, kann man die einzelnen Positionen kann man nicht verschieben. Ne? Huch, aus Versehen zurückgekommen, das ist natürlich ganz schlecht. Bei uns spielt im Tor, würde ich erstmal gerne mit Gersbeck anfangen. So. System behalten wir erstmal und speichern das. Brooks dahin. Langkamp. Pekarik. Plattenhardt. Darida. Stocker.
Weise, Baumjohann und der Doppelsturm Kalu, Ibisevic und Schieber Stürmer. Dann Benatira auf die Bank, Shigerzi auf die Bank, Stark auf die Bank, Lusti auf die Bank und Kraft auf die Bank. Müssen wir gucken, was wir mit Haraguchi, Behrens und Shellbrett machen. Aber wir werden sicherlich viele Ausfälle auch mal hier und da haben. Von daher passt das so, dann hätten wir das auch gemacht. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter, aber das dann erst im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt so einen ersten Einblick bekommen. Wie gesagt, ich muss auch erst mal schauen, wie ich hier zurechtkomme. Es ist meine ersten Spielminuten sind das. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich hoffe, ich habe Spaß mit dem Ding, habe schließlich da nicht ganz so wenig Geld für gelassen, aber ich denke, es wird schon. Es sieht sehr umfangreich aus. Man muss dafür ein bisschen Wissen haben und ich denke, das kriegen wir gemeinsam hin. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich gerne noch zeigen soll und so, dann schreibt es einfach mal und wir gucken dann im nächsten Part wieder weiter. Machen da zum Beispiel die Jugend genauer, gucken uns die an, wen wir gebrauchen können, wen nicht. Und gehen dann schließlich den Tag weiter. Also bis zur nächsten Folge. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, Abo dalassen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und alles andere gern in die Kommentare, Wünsche und Kritik schreiben. Also bis zum nächsten Part. Ciao, euer Heel Fakti.